Ist Tuan der Anführer von Team Böse? Auf der YouTuber-Insel sind in den letzten Wochen sehr viele mysteriöse schwarze Gestalten unterwegs gewesen, die Unruhe auf der YouTuber-Insel und zwischen den einzelnen Clans stiften wollten und oft auch einzelnen Leuten Angst machen. Bis jetzt weiß man nur, dass diese Gestalten alle zu dem Team Böse gehören. Man weiß nicht, was das echte Ziel vom Team Böse ist und man weiß auch nicht, wer dieses Team Böse anführt oder woher es kommt. Aber kann es sein, dass Tuan der Anführer von diesem dunklen Team ist? Tuan ist selten auf der YouTuber-Insel, aber immer wenn er gesichtet wurde, hat er krasse Dinge gemacht, wie eine Tuan-Statue bauen zu lassen, einen Turm aus Goldblöcken auf dem Berg zu bauen und immer wenn er da war, war er reich und extrem mächtig. Er hat oft gemacht, was er will, Unruhe gestiftet und jeder YouTuber hat getan, was Tuan zu ihm gesagt hat. All das passt perfekt zu einem geheimen Anführer von Team Böse. Um herauszufinden, ob er wirklich der Anführer von Team Böse ist, schauen wir uns am besten einmal die Geschichte von Tuan auf der YouTuber-Insel an. Tuan ist Ende Januar dieses Jahres zum ersten Mal vor über 2 Monaten auf die YouTuber-Insel gekommen. Er war sofort Full Netherite und ist mit einer Elytra rumgeflogen. Das hatte zu der Zeit fast niemand. Er hat zuerst die gerade etwas zerstörte YouTuber-Insel angeschaut und sich beschwert, dass alles so Schmalspur aussieht und kaputt ist. Danach hat er Acrimax bei seinem Haus getroffen und die Netherite-Guard-Festung besichtigt. Dort hat er auch das große Schwertportal gesehen und gesagt, das hätte was für ihn sein können. Kurz danach hat er das Haus im Meer einfach mit TNTs befüllt und weggesprengt, weil er fand, das sah nicht gut aus. Das ist krass. Als er Standardske getroffen hat und ihm seine Elytra ausgeliehen hat, ist Standardske einfach damit weggeflogen. Tuan hat daraufhin gesagt, er braucht keine Elytra, um zu fliegen und ist in den Kreativmodus gegangen. Tuan ist also nicht nur mächtig, unberechenbar und macht, worauf er Bock hat, sondern er kann auch einfach seinen Spielmodus wechseln. Wenn Tuan also den Zugriff auf Kreativmodus hat, dann kann er cheaten und kann also tun, was er will. Er kann sich auch teleportieren und die Tageszeit verändern. Genauso wie das Team Böse. Das heißt, Tuan hat alle Mächte, die das Team Böse bis jetzt genutzt hat. Es kann also auf jeden Fall gut sein, dass Tuan geheim der Anführer von Team Böse ist. Aber bis jetzt ist das natürlich noch unklar. Denkt ihr, das kann sein? Abonniert und jetzt tschüss.